Mama ruft an. Oh. Hallo. Yo. Nice. Geil, Mama. Bitte leg auf. Tschüss. Und damit hi. Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Heart Gold. Wir müssen gegen den Dude kämpfen. Gegen den Vogeltrainer. Und da unten ist rechts so ein Zertrümmerer-Dings gewesen. So, was? Sieht man da schon was? Oh, ein Item. Okay. Aber wir haben eh noch keinen Dings. Mit Zertrümmerer. Können es noch nicht einsetzen. Einheitstunnel. Oh yeah. Aber ich habe noch die Animation aus, merke ich gerade. Stimmt. Oh, lul. Fürs Trainieren mache ich das halt immer aus. Deswegen. Vorher spucke Ude. Vorher spucke Ude. Nicht Ute. Nein, Ude. Ude der Gude. Fels. Oh, Felsgrab. Das ist not bad tatsächlich. Das ist echt not bad. Schutz wirkt nicht mehr. Nein! Oh! Oioioi. Also X-Angriff, ey. Willst du mich jetzt. Also jetzt, ne? Jetzt Reichsadler. Es eskaliert gleich. Ja, also die X-Dinger, die brauche ich nicht. Habe ich nie genutzt. Werde ich nie nutzen. Kleinstein. Oh, so ein Geowatz. Mann, das wäre so cool. Aber bei der Simulatoren und so kannst du nicht Pokémon tauschen. Was halt echt doof ist. Das wäre so cool. Ich werde keine Chance mehr gegen dieses Onix haben. Wegen Härtner. Oh, hör auf! Nein! Mama! Ich fand das, by the way, in den Generationen immer cool, also immer richtig cool, dass man, dass die drei Starter sich unterschiedlich entwickeln. Igelava mit 14 und 36, Kanimani mit 18 und 30 und Endivir mit 16 und 32, bin ich der Meinung, ne? Ich fand das mal richtig cool, das hätten sie gerne in den anderen Generationen weiterführen können, bin ich der Meinung. Also es hat mir doch schon gefehlt aufzunehmen, ne? Merke ich gerade. Und vor allem Pokémon hat mir gefehlt. Aber ich hatte halt, wie gesagt, echt keine Motivation aufzunehmen. Ich hatte allgemein für nix Motivation. So weder streamen noch aufnehmen. Ich habe richtig wenig gestreamt. In so einem persönlichen Tief einfach. Aber das ist jetzt relativ vorbei, also von daher. Ich bin gerade überlegen, ob es eigentlich überhaupt wirklich schlau ist, ein Elektro-Pokémon im Team zu haben. Weil man ja eigentlich keine Arena hat, wo so ein Elektro-Pokémon wirklich vonnöten ist, ne? Also in der fünften Arena. Bei Quappo vielleicht, ja. Aber ansonsten, vielleicht bei Zedraking, obwohl Elektro ja nicht gegen Drache effektiv ist. Also nicht effektiv sogar ist gegen Drache. Und sich dadurch das dann neutralisiert. Vielleicht finde ich auch noch ein anderes Pokémon, was ich unbedingt gegen mit dem Team haben will. Aber vorher bleibt es definitiv erstmal bei Voltilam. Soll es heißen, oh, Team Rocket, ja man. Team Rocket ist krass, Team Rocket ist cool, Team Rocket ist halt eigentlich gar nicht mehr existent, aber das ist voll egal, weil... Egal. So, gibt's hier Schutz? Erstmal Schutz kaufen. Schutz, 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 Schutz. Hi. Kaufen. Ah, Schutz. Nice. Kaufen wir erstmal... Ne, 28 Stück will ich nicht. Ich kaufe erstmal 10. Dann kaufe ich nochmal so 2 Fluchtseile. Danke. 3 Tränke. 6. Ja, kaufen wir die restlichen 6 Supertränke noch. Ja, und dann nochmal ein Gegengift. Komm, warum nicht? Haben wir das Geld noch, ne? Nein, schon richtig. Ja, ich wollte Gegengift kaufen. Ja, danke. So, hier drin kriegen wir Holzkohle, glaube ich. Aber erst, wenn wir, glaube ich, die Arena gemacht haben und dem Dude geholfen haben. Nee, okay. Zumindest gab es da damals Holzkohle.
Ich habe mir auch die Angel nicht geholt von dem Dude vor der Höhle, ne? Im Pokémon Center. Da gab's einen Angler, der gibt eigentlich uns die Angel. Hallo. Bist du nicht Kurt? Oh. Ich dachte, du bimmst Kurt. Hallo. Ja, Mann. Ich will fast, dass du Bälle für mich herstellst. Ich will eigentlich nur, dass du den Dude vor dem Brunnen für mich rammst. Oder wegscheust. Damit ich da runterlaufen kann. Guck mal, jetzt ist der Dude weg. Weil Kurt ist ein krasser Motherfucker. Zack. Hallo. Ja, du bist ja Doki. Ja, Mann. Die Wache habe ich zusammengeschrien, damit ich in den Brunnen gefallen, ey. Jetzt ist meine Hüfte voll doof, Alter. Jo, mach mal. Du bist der krasse Trainer. Jo, ich krieg das hin. Er ist mad, dass der Opa ihn angeschrien hat. Jetzt lässt er seinen Frust an uns raus. Okay. Ah, ich liebe diese Musik, Alter. Schön. Pokémon-Musik ist immer cool. So. Man hat ein richtiges Kampf-Feeling. So. Beim Spielen. Also in vielen Spielen hast du es ja, du hast so eine Battle-Musik, sag ich mal, die aber nicht so das Feeling rüberbringt, als würdest du kämpfen. Aber bei Pokémon, die ganzen Trainer-Kampf-Musiken sind schon cool. Ich finde die richtig gut. Richtig gut gemacht. Ich habe solche Attacken immer unterschätzt. Ich habe damals nur, also wirklich nur Attacken genommen, die halt Schaden gemacht haben, so. Immer. Ich bin kein x-beliebiger Trainer. Ich bin ein y-beliebiger Trainer. Arm, Junge. Ich bin so gut im Kontern, ey. Mann, ist ja unbelievable. Tja, wir sind zu stark. Tja. Ich sag ja, ich bin kein x-beliebiger Trainer. Arsch. Ah. Wirst du es nicht zulassen, dass wir in die Quere kommen? Dadurch, dass du jetzt mit uns kämpfst, hast du das aber schon. Das ist halt echt ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen, ne? Das würde mich echt, echt belasten, wenn ich du wäre. Din, din, din. Din. Der Blutsauger war nicht gut. War nicht gut. Nein. Und noch ein Smogon. Das soll auch keine Chance gegen uns haben. Jeder Stadt gibt's Idioten. Seid ihr in jeder Stadt unterwegs? Lol. Das ist krass. Dim, 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 dim. Smogon hält ganz schön viel aus, merke ich gerade, ne? Alter, Vater. Aber es dürfte trotzdem Easy-Kampf werden. So, ich hab noch ein paar Mal Ruheort übrig. So viel Schaden macht das nicht. Das Smogon. Lol, Tackle geht sogar daneben. Oh, du anscheinend ernst damit, uns aufzuhalten. Ja. Na, eigentlich nicht. Eigentlich ist mir das egal. Aber ihr versperrt die Arena. Und ihr haut nur ab, wenn ihr hier von auch abhaut. Und das heißt, ich muss euch irgendwie besiegen. So. Ich meine, ne? Würde nicht vor der Arena stehen, wäre mir eigentlich voll egal. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Nice. Zuba dürfte Level 15 erreichen, ne? Yes! Sehr geil. Schade, kein Flügelschlag oder so. Ich hätte mir das vielleicht vorher angucken sollen. Wann welches Pokémon welche Attacken lernt. Also, ihr wurdet zerschlagen, aber ihr seid trotzdem noch im Untergrund unterwegs. Finde ich gut. Weil ihr seid eh zu hässlich für die Oberwelt. Aber gut. Gute Arbeit, Doki. Ja, danke. Danke. Ja, jetzt, komischerweise, jetzt, wo ich fertig bin, ne? Mit dem ganzen Clearen hier geht's deine Hüfte besser. Alles klar. Genau. Ja, rot. Dieser rot.
Den kenne ich. Aber ich kenne ihn nicht unter Rot. Ich kenne ihn unter Doki. Ah, ist unter Doki? Ja. Krass, ne? Das ist echt heftig. Nee, müssen wir in meinen Turm? Nein. Okay, doch, für Kurt, von Kurt schon. Von so Hauptcharakteren oder so nehme ich mir die Nummern. So wie hat die sich eigentlich verändert? Oh Gott, oh Gott. Auf dem GBA, beziehungsweise auf der 3DS eShop-Version, konntest du ja Silber und so kaufen, oder kannst du ja. Und da habe ich auch einen Zuber trainiert. Und dann, als es Golbat und X-Bat war, es hat mir so oft den Arsch gerettet. Es ist so ein starkes Pokémon. Es ist unbelievable. Ich glaube, mit X-Bat hätte ich tatsächlich fast solo die Dings machen können. Die Liga. Hatte ich zumindest das Gefühl, weil es halt so strong war. Aber ich finde die Arena vom Design her richtig gut. Damals fand ich die Arena nicht so geil, tatsächlich. Weil es war halt einfach nur einmal kurz im Kreis gehen. Und schon warst du beim Arenaleiter. Aber es war wahrscheinlich auch damals einfach noch nicht anders möglich, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber das hier finde ich richtig gut. Und auch die erste Arena fand ich nett. Aber die erste Arena war vom Aufbau her prinzipiell noch genauso wie vorher auch. Nur, dass du halt außen rumgehen hättest können. Und dass du vorher hochfährst einmal. Kai. Hi Kai. Na? Wie geht's so? Ich weiß gar nicht, wie die dritte Arena wird. Ist die immer noch wie ein Pipi aufgebaut? Ich bin gespannt, definitiv. War Sichlor nicht sonst immer sein letztes Pokémon? Bin der Meinung, ja. Krass. Ja, der hat ja, glaube ich, ein Kokuna, Bibor und Sichlor. Oder? Alter, was? Das war viel Schaden, mein Junge. Sehr, sehr viel Schaden. Sehr gut. Die Lava Level 18. Sehr geil. Ich würde ganz gern eigentlich einmal kurz auswechseln. Also gegen Safcon nicht, nein, okay. weil ich gedacht habe, ja, okay, der Silberblick, die Verteidigungssenkung ist dann wieder weg halt, wenn ich wieder zurückwechsel. Aber das lohnt sich dann nicht. Jetzt nochmal auswechseln, ist auch egal, gerade gegen den Kokuna, okay, das ist halt. Also ist echt schwächer geworden, die Arena. Damals war die so schwer. Wenn du nicht gerade die Gelava hattest, so. War das so schwer. Wegen der Zornklinge, das war halt so OP von Sichlor. Aber das hier... ist ja ein Witz. Gerade mit die Gelava halt. Das war unglaublich, yo. Danke. Bin halt krass. Danke für den Insektorden. Weißt du schon, welche Vorzüge man weggenommen hat? Alle Pokémon Level 30 gehorchen mir. Zerschneider kann man nicht einsetzen. Krass. Das ist bestimmt Zornklinge. Kehrtwende, okay, dann nicht. Zornklinge fand ich damals immer voll cool. Ich finde das cool. Die Spinne macht sogar so einen kleinen Krabbel-Sound so. Cool. Hat die Fühler bewegt. Fühler? Beine. So, Leute. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Ist tatsächlich ein bisschen lang. So roh zumindest. Ich weiß nicht, wie lang die dann wird, wenn ich sie geschnitten habe. Aber naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!